Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Dicke und Leute, endlich mal einen Tag, der, ja, zumindest so jetzt der Eindruck bis jetzt nicht übelst unruhig werden könnte. Kent hat Geburtstag. Okay. Ich habe keine Ahnung, was Kent zum Geburtstag mag. Ich habe ja meine lustigen Addons nicht mehr drauf seit geraumer Zeit. Ich könnte jetzt natürlich wieder das Video pausieren und gucken. Oh, mein Handy denkt schon wieder, ich spreche mit ihm. Ja, aber nee, wir machen das nicht. Ich werde irgendwann mir da eine Lösung überlegen. Am besten, dass ich dann immer so, ja, vorher schon mal gucke, wer könnte Geburtstag haben. Und dann mache ich mir das schon auf und dann sehe ich das dann. Aber ich strebe auf jeden Fall an, ab sofort mich mehr um, ja, diese ganze Freundschaftsgeschichte zu kümmern. Da wurde ich ja in den Kommentaren drauf angesprochen, dass das durchaus wichtig wäre. Und ja, ich hatte es auf jeden Fall schon seit längerem vor. Aber ja, ich sag mal, jetzt Umbau und so weiter, das war alles Priorität. Und ja, aber so schlecht sieht das hier gar nicht aus. Gucken wir mal rein. Hier Wizard ist auf jeden Fall schon übelst Kumpel, Gas ist schon übelst dabei, Louis und so weiter, aber wir sehen, es sind halt auch jede Menge Leute dabei, mit denen ich offensichtlich noch nie was zu tun hatte, vor allem, ja, erschreckenderweise diese ganzen männlichen Singles, wie das nur kommt, naja, okay, wir gucken einfach mal raus und sehen zu, dass wir heute irgendwie irgendwas gemacht bekommen, wobei ich mal dieses, ja, Essen, was ich da aus dem Teil bekommen habe, gerade noch hier reinpacke, zack, und da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal was machen hier, dass das ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr reinpasst. So, genau, alles klar. Ich würde mal kurz meinen Pony schnappen und wir reiten uns mal kurz über die Farm. Ich nehme mir mal parallel dazu so ein paar Bodenplatten mit, weil die sind ja in der Vergangenheit jetzt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kaputt gegangen. Und das möchte ich auf jeden Fall gleich mal korrigieren, dass meine wunderschöne Farm auf jeden Fall wunderschön bleibt und nicht so hässlich. Das hier wollte ich die da stehen lassen. Ich glaube, die habe ich da hingestellt, weil ich sie erstmal nicht woanders hinstellen wollte. Da muss ich mir auf jeden Fall noch Gedanken machen. Die kommen irgendwann woanders hin. So, das kann erstmal hier so ein bisschen bleiben. Das von mir aus zuwuchern. Wie gesagt, da kommt dann irgendwann irgendwas anderes hin. Hier, der Bereich. Egal, lassen wir erstmal. Wie gesagt, da wollte ich irgendwann nochmal einen Stall hinbauen. Aber ich glaube, wir haben, ja, Robin jetzt erstmal ein paar andere Aufträge noch zu geben. Was wir auch heute noch tun werden. Und guckt es euch an, wie schön das hier ist mit den Feldern. Ich find's klasse. Das sieht gut aus. Oh ja, hier unten geht's schon los. Gucke hin. Genau. Sehr schön. Oh mein Gott. Das machen wir mal eben hier. Zack, zack. Hier die Platte wieder reingesetzt. Und dann hier natürlich den Weg wieder ganz gemacht. Und dann ist das schon ziemlich nice. Hier sind noch Würmer, Leute. Gucke mal an. Die nehmen wir mit. Rusty Spur haben wir schon abgegeben, ne? Ja. Genau. So. Sonst noch irgendwas? Nö. Ansonsten sieht's eigentlich ganz gut aus. Rocken wir erstmal wieder hier hoch. Gucken, dass wir weiterhin irgendwelche Wege finden, die hier irgendwie defekt zu sein scheinen. Hier oben zum Beispiel, da ist noch was. Zack. Und dann gehen wir hier einmal runter. Einmal hier rüber. Doch, das sieht alles sehr gut aus. Ich bin so glücklich, ich bin so froh. Das ist echt richtig schön geworden. Doch, ich bin begeistert. Das Gras ist noch nicht wirklich gewuchert, fällt mir auf. Ne? Also da könnte tatsächlich mal ein bisschen vorwärts gehen. Irgendwann. Aber nun gut. Okay. Gucken wir nochmal. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal einen Diamantenzone. Und ich gehe davon aus, hier drinnen auch. Sehr schön die beiden eingesammelt. Und nutzen wir die Gelegenheit doch gleich mal, hier mal ins Gewächshaus zu gucken, was hier so abgeht. Okay, die Bäume wachsen weiter. Sehr geil. Schön. Und wie gesagt, ich werde die erstmal wachsen lassen, bevor ich dann hier drüben die Maschinen entferne. Wobei ich die jetzt ja aktuell gar nicht so unbedingt bräuchte. Könnte ich die vielleicht einfach woanders hinstellen? Gucken wir mal kurz hier raus. Ja, könnte ich. Komm, dann machen wir das. Ich reiß das hier schon mal ab. Wie gesagt, die Reihe hier oben, da kann ich jetzt aktuell noch nichts machen, weil da muss ich erst warten, bis hier die Dinger fertig sind. Oder ich sag mal hier, um dann die Sprinkler hier oben abreißen zu können und dann da ein bisschen umzubauen. Aber die Maschinen, das kann hier eigentlich raus. Und dann können die beiden Bäume auf jeden Fall auch erstmal in Ruhe wachsen. Das hier packe ich mal alles raus und nehme die mal weg. Und pass auf, ich packe die jetzt einfach, so wie bei vielen anderen Häusern, direkt hier vor den Eingang. Weil ich könnte sie, ich stelle sie einfach hier oben hin. Was ist denn das? Das ist die Baumaterialkiste. Dann packe ich die hier drüben hin, damit, sage ich mal, diese ganzen Agrarkisten ja, auf einem Haufen stehen, die Baumaterialkiste einzeln. Die hier werde ich mal ein bisschen einfärben und zwar so ein bisschen blau, weil, ja, passt halt nur hier. Das Gewächshaus und so ist ja auch blau und dann weiß jeder Bescheid. Gut, dann packe ich mir hier auf jeden Fall alles rein, was ich brauche und zwar die Seeds, Speed Grow, wobei der ja eigentlich auch in der anderen, naja, passt schon. Man kann das ja erst so machen. Gut, und die beiden Seedmaker. Wo packe ich jetzt die beiden Seedmaker hin? Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, einfach
Hier. Jo, da kommen wir von unten weiterhin an die Baukiste ran und die Seedmaker können Dinge tun. Und ich würde sagen, damit das einfach mal total cool aussieht, packen wir hier mal Ancient Fruits rein. Und ich werde dann auch nicht die Seeds, die dann da rauskommen, entfernen. Ich finde, das sieht cooler aus, wenn die dann da so quasi am Start sind. So, genau, dann gehen wir hier nochmal kurz rein. Und ich würde sagen, ich nehme mir mal ein bisschen Holz, ein bisschen Stein, von mir aus ein bisschen Hardwood, Clay und so weiter mit. Und dann rocken wir erstmal kurz zu Robin und gucken mal, was wir da als nächstes jetzt für einen Auftrag rausbringen können. Aber vorher würde ich gerne, ich weiß nicht, ich bin mir gerade unschlüssig, aber ich glaube, hier waren eigentlich noch mehr Dinge kaputt, oder? Ich habe ja gesehen, dass hier der ein oder andere Weg noch leichte technische Defekte aufgewiesen hat. Und deswegen bin ich eigentlich erschrocken, dass wir jetzt da, dass hier alles so gut aussieht. Ich dachte, das wäre deutlich schlimmer. Ich habe in der letzten Folge vergessen, hier was reinzupacken in den Keg. Ist mir in der Post-Production aufgefallen. Aber das lasse ich jetzt auch erstmal so, weil sonst haben wir da wieder ein Ungleichgewicht drin und so weiter. Ich mache es einfach beim nächsten Mal. Und dann wird alles gut. Aber es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir inzwischen alle Wege repariert. Und jo. Okay, gut. Ich weiß jetzt nicht, also wir haben ja jetzt Donnerstag, zumindest im Spiel. Und Leute, ja, ich gestehe es. Es ist mir, ich weiß es nicht, ob heute dieser Aerobic-Tag ist oder ob das Dienstag war. Ich weiß, es war einer dieser beiden Tage, glaube ich. Vielleicht war es auch Freitag. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt einfach rein und hoffen mal, dass Robin da ist. Ansonsten haben wir halt ein Problem. Aber sie ist da, sie ist da. Okay, sehr schön. Sehr schön. Construct Farm Buildings. Okay, ich möchte bitte, was möchte ich? Den Cube vielleicht zum Deluxe-Cube machen. Brauche ich das schon? Comes with Auto-Feed-System. Ach du meine Güte. Der Stall hat noch gar kein Auto-Feed-System? Oh oh. Das ist blöd. Dann sollten wir das eigentlich auf jeden Fall mal tun. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Barn, Coop, nö. Abgegradet ist soweit. Alles, pass auf. Nee, dann machen wir das. Auf jeden Fall. Dann bauen wir hier mal eben noch diesen Coop aus. Ach so, okay. Wow, ich hatte schon Angst, dass meine Void Chicken davon betroffen wären, aber die befinden sich ja in dem komplett ausgebauten Coop. Alles gut, dieser hier ist ja noch gänzlich leer. Puh, Gott sei Dank, du, echt. Okay, nichtsdestotrotz gebe ich hier den Ausbauauftrag mal raus, weil, hey, warum nicht? Ja, okay, Dankeschön und einen angenehmen restlichen Verlauf des Tages. So, okay. Weiß ich nicht, jetzt könnte man mal zu Marni, ich weiß nicht, ob ich mal zu Marni rocke und mir einfach mal meinen Heuvorrat ein bisschen auf Peppel, indem ich da einfach mal ein bisschen was kaufe. Das wäre eigentlich, sage ich mal, eine Option, weil wir ja jetzt aktuell, ja, jetzt hier nicht wirklich die Möglichkeit haben, großartig Heu zu ernten und so weiter. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Deswegen machen wir das. Ich rock hier mal runter. Und dann könnten wir auch gleich eigentlich noch schnell Hardwood holen, wenn wir schon mal hier sind. Ach, oh, nee, also Leute, echt, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet, dass Marni hier am Start ist. 50 Gold für ein nee, das ist nicht ihr Ernst, oder? Das ist getrocknetes Gras. Wie will man... Okay, also da bin ich also wirklich deutlich zu geizig für, ja. Und da jetzt ein Stack von holt, sind nochmal 50.000 Gold weg. Das ist doch das... Nee. Das ist doch Wucher. Egal. Ich habe ja sowieso... Marni habe ich ja gefressen. Das, ich mag die nicht. Ja? Ich weiß nicht, ich hatte... eigentlich ziemlich lustig. Ihr erinnert euch bestimmt. Unter dieser Folge, wo ich ja das letzte Mal hart enttäuscht war von Marni... Hatte ich tatsächlich, glaube ich, gestern oder so einen Kommentar, wo geschrieben wurde von wegen, ja, lustige Folge und so. Und das hat mich dazu veranlasst, mir diese Folge auch nochmal anzugucken. Und ja, an der Stelle muss ich sagen, ich bin erstaunt, was ich, ja, wie krass ich mich jetzt, ich sag mal, in den letzten, was war das für eine Folge? Ich glaube, die 80. oder so. In den letzten 100, 120 Folgen da tatsächlich verändert habe, beziehungsweise verbessert habe, was diese ganze Moderationsgeschichte, die Qualität und so weiter alles angeht. Und auf jeden Fall habe ich mir diese Folge angeguckt und ja, es war tatsächlich äußerst lustig. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie sehr ich
ja, nee, wie wenig ich Mani doch mag, wollte ich jetzt sagen. Eigentlich wollte ich sagen, wie sehr ich Mani hasse, aber hassen ist so ein böses Wort, ich weiß nicht. Nein, das würde ich so nicht sagen, aber ich mag sie nicht. Ja, so, gut. Dann machen wir hier einfach mal ein bisschen Platz, wobei ich ja eigentlich, warte mal, ich wollte ja hier sowieso alles ein bisschen zuwuchern lassen, deswegen, ich werde hier mal noch ein bisschen ein paar, ja, Bäume pflanzen einfach so, das ist schon ein bisschen, das heißt, ich gehe mir mal ein paar Bäume holen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich das irgendwie, ja, ich mixe die Bäume, ne? Ich mache jetzt hier nicht nur eine Art von Bäumen, ich mache gleich mehrere. So, das heißt, wir machen hier mal noch kurz ein bisschen Platz. So. Und dann machen wir hier, zack, das Ganze mal so. Ja, und ich finde das so schön, dass man jetzt inzwischen echt mal wieder ein bisschen Zeit hat, sich hier um die kleinen Dinge im Leben zu kümmern. Ja, das ist schön. So, hier kommt einer hin. Dann, gut, weiß ich nicht, ich werde jetzt einfach mal hier noch einen hinpacken. Und von mir aus hier einen hin. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr übertreiben, da soll ja auch noch ein bisschen Gras drum wachsen und so. Das heißt, ja, einer dort. Dann von mir aus dort und dort. Hier möchte ich dann, ja, ich sag mal sowas. Und dann hier sowas. Und was war jetzt der letzte? Naja, hier machen wir jetzt mal, genau. Machen wir es so. Wir wollen ja auch nicht allzu viel System jetzt hier drin haben. Ne? Das funktioniert ja so auch ganz gut. So, machen wir die Fläche hier noch sauber oder lassen? Ah, eigentlich ist es egal, weil bevor da tatsächlich ein Baum steht, ein Haus steht, ja, wuchert das dann eh wieder zu und so. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. Okay, was haben wir noch zu tun? Ich weiß nicht. Eigentlich sind wir soweit durch. Wir können uns mal wieder um Tiere kümmern. Das wäre sinnvoll. Allerdings, ich packe erstmal kurz wieder das ganze Baumaterial weg. Und zwar, warte mal. Nee, das, hahaha, da geht's schon los. Okay, alles klar. Nein, Baumaterialkiste ist natürlich hier drüben. Und hier packen wir das Ganze rein. Das, das und von mir aus noch das und das und das und das. Jo, sehr schön. Kurz mal hier oben das Ding wieder dahin gepackt. Der Diamant und das, die Kohle könnte ich auch mal irgendwann wegpacken hier in den, in die Bergbauhöhle, sag ich mal. Aber die Seeds packe ich jetzt erstmal hier rein, zack. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Inventar ist aufgeräumt und jetzt kümmere ich mich mal gerade um die Tiere. Dann würde ich sagen, lege ich mich ins Bett und dann sehen wir mal zu, dass wir am nächsten Tag noch irgendwas gerockt bekommen. Kurz hier reingeguckt. Grüßt euch, na, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, 7 und 8. Und dann haben wir hier unten noch eine. 9, 10, 11 und 12. Sehr schön. Okay. Ich muss sagen, es war deutlich angenehmer, wo die sich nicht bewegt haben. Okay, ja hat keine Milch. Was? Okay, ich war bis dato jetzt eigentlich der Meinung, dass Kühe tatsächlich dann immer Milch bringen. Muke hat, gut, Muke ist ja auch keine Kuh, Muke ist eine Ziege. Goka hat auch, was ist denn jetzt los? Okay. Ich weiß nicht, was abgeht. Hab ich gestern die, ja doch, gestern habe ich gemolken. Allerdings während des Schlafens, kann sein, dass die da, ja, das könnte sein, ne? Wie viel habe ich, habe jetzt nur eine Milch. Es könnte sein, dass das die eine Kuh war, die gestern ja quasi keine Milch gegeben habe, ihr erinnert euch vielleicht. Und dass die anderen jetzt ja dadurch, dass ich sie beim Schlafen gemolken habe, dann ja schon, ich sag mal, der nächste Tag gezählt hat. Das könnte tatsächlich sein, oder? Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren mal bestätigen, wenn ihr das, ja, ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Aber das macht Sinn. Okay, gut. Dann sind wir hier an sich soweit durch. Oh, oh, es fängt schon wieder an zu dämmern. Gucken wir hier nochmal. Achso, oh mein Gott, ja, hier, euch gibt es ja auch noch. Aber euch geht's gut, oder? Ihr schlaft jetzt schon. Okay, ihr schlaft jetzt schon. Aber ihr lauft beim Schlafen. Soll mir egal sein. Okay. Gehen wir einmal wieder hier rüber. Zack, zack. Hier ist noch nichts drin, oder? Ist hier was? Nö, hier ist nichts drin. Das ist gut. Das heißt, da können wir auf jeden Fall erstmal alles so belassen. Und dann gucken wir hier natürlich nochmal unsere White Chicken an. Okay. Hier wird versucht zu schlafen. Hier nicht. Okay, cool. Und ach so, jetzt hat sie ja auch die Augen zugemacht. Hier unten wird schon geschlafen. Okay. Sie, es. Gut. 1, 2. Bauen wir nochmal ein bisschen Void-Mayonnaise. Warum auch nicht? Zack und zack und zack und zack.
Schön. Och, ich finde das so toll, Leute. Ich finde das gerade echt super, dass die Farm jetzt, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist Honig fertig. Wie hardcore ist denn das? Entschuldigung, wenn das jetzt gerade ein bisschen höhenlastig war, aber das sieht aber richtig geil aus. So viel Honig. Und das Coole ist, ich kann hier einfach langlaufen, muss keine Angst haben, dass ich hier irgendwie aus Versehen eine Blume pflücke oder so. Gut, die sind aktuell noch nicht reif, aber wenn sie reif sind, muss ich da auch keine Angst drum haben. So, und jetzt holen wir uns hier erstmal diesen ganzen Honig. 39 Stück. 3 kommen irgendwann noch dazu. Warte mal, wir könnten mal kurz gucken. Aber das hatte ich schon geprüft. Eine Maple Syrup, haben wir ja jetzt aktuell, glaube ich, nicht. Das heißt, wir müssen noch warten, bis die Bäume reif werden. Und ja, ich weiß, ich könnte jetzt nochmal kurz auf den Kommentar eingegangen. Ich könnte in der, ja, außerhalb der Farm natürlich auch die Tepper jetzt platzieren und so. Aber ja, das mach ich nicht. Ich warte jetzt einfach so lange. Ich meine, mich hetzt ja nichts, ja. Und dann jedes Mal da raus und dann gucken, ob da was fertig ist. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass die Bäume hier reif gewachsen sind und so weiter, dann die Bäume umziehen, die Tepper umziehen und so weiter, ist jetzt vielleicht nicht so der coolste Move. Deswegen machen wir das nicht. Und auch wenn wir jetzt hier eigentlich schon bei 16 Minuten irgendwas sind, würde ich sagen, lege ich mich ins Bett und wir machen noch einen Tag. Ja, ich glaube, morgen steht jetzt auch gar nicht so viel an. Robin wird hämmern, das heißt, da müssen wir nicht hin. Es regnet sogar, krass. Okay, und das heißt, wir kümmern uns einfach noch mal ein bisschen um die Tiere. Und ja, warten dann einfach, dass da irgendwann mal irgendwas Cooles reif wird. Oh, was machst du denn da? Willst du nicht aufstehen? Na gut, dann bleib mal liegen. Okay, wie auch immer, gut. Hier nochmal eben alles eingesammelt. Sehr schön. Oh, ich habe Post. Hello, Vidor. Kent. Battery Pack. Das trifft sich gut. Davon haben wir nämlich kaum noch welche. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, einmal kurz um die Tiere gekümmert. Die Kühe müssten wir ja dann heute melken können. Ich hätte ja jetzt fast gesagt, ich könnte die Hühner mal rauslassen, aber oh, hier liegt ein Ei im Weg. Aber ja, es regnet. Das heißt, die würden eh nicht rausgehen. Gut, ich baue noch 2 Volt-Mayonnaise. Oder brauche ich jetzt noch? Ich lasse die Eier mal lieber liegen. Aber ich könnte noch, ich sag mal, 2 normale Mayonnaise bauen, damit diese ganzen Eiergeschichten hier dann irgendwann auch mal verbraucht werden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich könnte noch mal kurz gucken, was kostet denn diese so eine Mayo-Maschine? Mayonnaise-Maschine? Earth Crystal, Copper Bar. Okay, das ist jetzt, ich weiß nicht. Machen wir einen anderen mal. Oder? Ja, ja, ja. Wir sind ja jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen zügiger unterwegs hier. Und dann schauen wir mal. Aber das Gras, doch, hier unten fängt es jetzt so langsam an auszuwuchern. Das ist schön. Das freut mich. Bin gespannt, wie lange das dauert, bis es tatsächlich voll ist. Und mein Handy vibriert die ganze Zeit. Ist es schon 18 Uhr? Oh ja, es ist genau 18 Uhr. Da hat wohl gerade der Erste unter die Stardew Valley-Folge von gestern gepostet. Erster. Das passiert in letzter Zeit häufiger. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Auch wenn ich dich momentan noch nicht namentlich nennen kann, weil ich gerade, ja, aufnehme. Aber so sieht's aus. Alles klar, hier mal kurz rein. Hier sind die ganzen Tierchen wieder am Start. Wir knuddeln da mal eben durch. Wobei mir aufgefallen ist, ich brauche die ja eigentlich gar nicht knuddeln, ne? Ich tue es jetzt trotzdem. Warum auch nicht? So und so und so. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir heute mal eine Ladung Milch bekommen. Das sieht schon sehr gut aus. Ja. Läuft. Ein Traum. So, und jetzt darf ich hier wieder mal nicht den Überblick verlieren. Das heißt, hier einfach mal alles eingesammelt. Ich glaube, die... Oh mein Gott, das war blöd. Hallo? Sehr schön. Okay, habe ich dich schon gehabt? Dich habe ich schon gehabt. Okay, alles cool. Aber dich hier unten noch nicht, ne? Genau. Alles klar. Und auch hier gibt es noch Milch. Und hier gibt es Milch. Und dann haben wir hier drüben noch ein bisschen Milch. Und hier unten vermutlich. So, und jetzt müssen wir rein rechnerisch theoretisch 6 Milch haben. 12, sehr schön. Sieht ganz gut aus. Und dann packen wir hier einfach mal ein bisschen Milch rein. Und ich muss hier muss ich auf jeden Fall in naher Zukunft mal zusehen, dass wir da ein paar mehr Maschinen hinstellen, die das Ganze verarbeiten. Wie gesagt, ich wollte dann zukünftig eigentlich für jedes Tier, was hier drin lebt, eine Maschine haben. Um dann ganz einfach, ja, falls an einem Tag alle Tiere Produkte abgeben, alle Produkte verarbeiten zu können. Ne? Ist ja eigentlich ganz easy. Okay, da wollte ich nicht draufklicken. Und ich würde sagen, Leute, was sagt denn die Zeit? Wir haben jetzt 20 Minuten rum.
Wir machen das jetzt noch. Komm, wir bauen jetzt hier noch so ein paar Maschinen. 5 haben wir ja schon am Start. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch 7. Und das machen wir jetzt. Gut, das heißt, wir brauchen Hardwood, richtig. Wir brauchen Wood, wir brauchen Stone. Und wir brauchen, ja, Copper Bars. Und ich bin schon wieder an der falschen Kiste. Mann, was ist los? Krass. Okay, Wood, Stone, Hardwood. Und dann holen wir noch ein paar Copper Bars. Und dann sollte das funktionieren. Und dann stellen wir da jetzt einfach diese Maschinen noch hin. Ja, weil da in dem Stall ist es tatsächlich schon kritisch, mehr oder weniger. Das kann ich auch mal alles einsammeln hier. Weil da sind ja tatsächlich ziemlich viele Tiere drin, um nicht genau zu sagen 12. So, einmal hier ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kann rein, das kann rein. Und habe ich jetzt noch, ich könnte noch, warte mal, wir gehen noch mal kurz hier ran. Die kommen weg. Und hatte ich sonst noch irgendwas, was ich hier reinpacken wollte? Ich glaube nicht. Es sieht ganz gut aus. Das Battery Pack hätte ich noch in die Verarbeitungskiste packen können. Die Kohle kann hier noch rein. Und das ganze Iridium-Zeug auch. Ja, nice. Und dann würde ich sagen, komm, bevor ich das jetzt hier ewig lange mit mir rumschleppe, baue ich jetzt erstmal schnell die Maschinen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 7, Leute. Sehr nice. Okay, und jetzt bin ich gerade am Überlegen, baue ich dann jetzt gleich noch die Mayonnaise-Maschinen? Vom Holz und vom Stein sollte es auf jeden Fall funktionieren. Und deswegen, Leute, wir machen das jetzt einfach, ja? Dann geht die Folge halt ein bisschen länger. Dann ist das so. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wie viele hatte ich jetzt? Ich habe 4. 12 möchte ich insgesamt dann irgendwann haben. Das heißt, ich brauche noch 8. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal hier die ganzen Ressourcen mit. Und natürlich die Earth Crystals noch dazu. Habe ich so viele Earth? Ich habe nicht so viele Earth Crystals. Echt jetzt? Och, Mann. Earth Crystals, das hat man doch, das haben wir doch schon ganz am Anfang haben wir das gefunden. Und da habe ich jetzt echt nur 6 von. Ja, das ist kacke. Das ist nicht schön. Gut, naja, nee, dann ist das so. Dann baue ich halt erstmal nur 6 zusätzliche Maschinen und dann müssen wir halt zusehen, dass wir irgendwann, ja, vielleicht mal noch ein paar Earth Crystals bauen. Ich könnte natürlich auch über diese Maschinen die Earth Crystals vervielfältigen. Pass auf, ich lasse mir mal einen Earth Crystal sicherheitshalber noch hier. Ja, für den Fall, dass ich das in irgendeiner Weise mal noch brauche. Das ist, ja, ist besser. Ja, und momentan brauchen wir auch noch gar nicht so viele Maschinen. So. Okay, was sagt, ja, ist egal, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt fertig. Was soll der Geiz, von nichts kommt nichts. So, alles klar, hier, wie gesagt, jetzt erstmal kurz die Maschinen hingestellt. 2, 3 und 4, hoppla. So, zack und zack und zack und zack. Und da passt dann, es passt echt nicht hin, ist das, och, das ist doch blöd. Okay, naja, dann ist das so, oder? Ich lasse das hier mal so ein bisschen. Ich habe gerade gegen meinen Popschutz vom Mikrofon gesabbert. Nicht so cool. Ich stelle mal hier drüben noch ein paar hin. Komm, geh mal da weg jetzt. Hier, komm, zack, aus dem Weg. Sehr schön. Und zwar hier, hier und hier. Weil sonst hätte ich jetzt da eine und da eine und dann wäre hier eine einzelne. Das hätte jetzt nicht so schön ausgesehen. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehr schön. 5 sind am Tun. Das heißt, ich hole mir hier nochmal irgendwo 7 Milch raus und pack die hier mal noch rein. Und Leute, das ist doch schon mal ziemlich cool, oder? Yo. Ich finde das nice. Auf jeden Fall sehr cool und sehr brauchbar auf jeden Fall. So, das habe ich ganz schön oft auf jeden Fall gesagt. Naja. Gut, einmal hier rein und dann machen wir hier mal eben noch das, was wir hier vorhatten. Und zwar, ja, die Mayonnaise-Maschinen bauen. Wir können jetzt nur 5 bauen. Sehe ich das jetzt richtig? Ja, das sehe ich richtig. Okay. Aber wie gesagt, das ist ja erstmal kein Problem. Es ist halt alles ein langwieriger Prozess, den wir hier angehen. Und ich denke, wir brauchen uns da auch nicht unnötig Stress machen. So, die Mayonnaise noch eingesammelt. Und jetzt haben wir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, habe ich hier von irgendwas 9 Eier. Hier zum Beispiel. Zack. Und dann packen wir die mal eben noch hier rein und stellen noch ein bisschen, ja, Entenmayonnaise her. Cool. Okay, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall, ja, schon wieder ein bisschen was geschafft. Und es geht stetig vorwärts. Es geht stetig vorwärts. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das heißt, hier noch eben was weggepackt, hier noch was. Und das kann dann eigentlich auch alles mal da rein. Ja.
Und dann sieht das schon ganz gut aus. Dann könnte ich nochmal kurz hier drüben hin. Hier kommt auf jeden Fall das Ding rein und die Geode. Sind noch nicht genug. Sind noch nicht genug. Okay, alles klar. Gut. Hier das Ganze mal so weggepackt. Wieso habe ich jetzt die Void-Eier im Inventar? Ist egal. Die können da ruhig erstmal liegen bleiben. Ich würde sagen, dennoch gehe ich nochmal kurz zur Baumaterialkiste und packe da mein Inventar mal noch rein. Beziehungsweise alles, was jetzt im Inventar noch übrig ist. Holz, Stein, das Battery Pack zum Beispiel. Den Slime kommt echt jetzt weg. Das ist mir ja nicht. So, und dann sieht das schon ganz gut aus. Inventar ist aufgeräumt, alle sind glücklich, Tiere sind versorgt. Produktion wurde erweitert, die erste Ladung Honig ist fertig. Und boah, ist doch schon wieder ganz schön krass, was passiert hier in der ersten Folge. Und es gewittert. Und das ist cool. Warte mal, ich gucke mal kurz runter. Vielleicht ist ja schon ein Battery Pack am Start. Dann könnten wir das nämlich schon mal wegmachen. Nee. Aber hier ja, wackelt schon so einiges. Und da müssten wir zukünftig dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was bauen. Wie gesagt, ich hatte irgendwann mal vor, so eine komplette Reihe um die Slime-Hutch drumrum mit diesen Blitzableitern zu bauen, um dann da ganz einfach, wenn es mal gewittert, ordentlich viel Battery Packs zu bekommen. Weil wir sehen, die sind momentan schon wieder sehr rar. Wobei wir in Zukunft dann wahrscheinlich eher selten irgendwelche Iridium-Sprinkler bauen müssen. Aber das braucht man ja auch durchaus für was anderes. Zum Beispiel Kristallarium, ja? Und Slime Egg Press und was auch immer. Gut, sollte funktionieren. So weit, so gut. Und ja, ich wollte noch was zur Slime Hutch sagen. Ich hatte ja, in einem Kommentar wurde ich darauf angesprochen, dass ich die doch mal entfernen lassen könnte. Aber das habe ich so nicht geplant. Also ich weiß nicht, ich werde sie nicht mehr wirklich großartig nutzen. Ich finde, dieses Gebäude ist sowas von überflüssig, einfach nur. Ich werde da jetzt nicht mehr großartig reingucken, aber der Vollständigkeit halber wird das Ding ganz einfach hier auf der Farm stehen bleiben und ja, halt da so vor sich hin vegetieren oder so. Vielleicht fange ich dann irgendwann mal wieder an, da ein bisschen was mitzumachen, Leute. Und ich würde sagen, ja, okay, ein bisschen Überlänge heute, aber muss auch mal sein. Und ich lege mich ins Bett, bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, wie immer Daumen hoch runter, wie euch das Ganze gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.